Was? Danke für den Fünfer. Moin Boss, freue mich schon krass auf den Edigender Cup. Wird das erste Mal, dass ich euch alle live sehe. Ich war sogar 40 Minuten zu spät, aber ich konnte mir noch ein VIP-Ticket erschwitzen. Was? Das hat funktioniert? Okay, krass. Vielen Dank für den Fünfer. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank, dass du da supportest. WRD, Lorenz, Luki, Mike und Eiswagen. Danke für die Subs. Es ist ausverkauft übrigens, Chat. Also es gibt ein paar vereinzelte Plätze, irgendwie, weiß ich nicht, 40 Stück oder so. Es gibt noch 40 Plätze oder so, aber. Wir haben den Audi-Dom voll bekommen. Ein Streamer. Das ist das erste Mal, dass ich eine Halle voll bekomme. Das ist ein lustiges Gefühl. Oder? Ich denke, es wird da so abgehen. Alleine weil die Halle klein, also von der Fläche her klein ist. Da passen so viele Leute rein für so eine kleine Fläche. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Digga, es wird da so laut. Es wird so laut. Das ist unglaublich. Also, da wird eine Stimmung sein. Ja. Und ich glaub, wisst ihr, wer auch wahrscheinlich kommt? Der Chatverlauf mit, also wirklich. Timo Werner wird wahrscheinlich kommen, Schlotte will kommen, Karim will kommen. Es wird noch geguckt, weil die vielleicht Champions League haben. Also die müssen mal nachgucken an dem Tag, ob da Champions League ist. Kai Havertz habe ich gefragt. Oder der Chatverlauf, also mit Kai Havertz, wirklich. Also hier. Auch. Ja, in München ist das ja, ich guck mal, Bro, weil du weißt, wie es ist in englischen Wochen. Ich muss dann halt irgendwie mittags nach dem Training hinfliegen und abends nach dem Training abends nach dem Event dann zurück. Also wird nicht so einfach. Also ich sag Vegeta, danke für 10 Verschenkte, mein Freund. Du bist der beste Vegeta. erstmal wahrscheinlich ab, aber wenn ich da bin, bin ich Überraschungsgast. Aber danke dir für die Einladung. Jetzt Du wird's musst gleich mal sehr sowas los. irgendwie Alles. größer machen, Digga. Was bringt dir das in Deutschland, Alter? Guck mal jetzt, was er labert. Überraschungsgast. Aber danke dir für die Einladung. Du musst mal sowas irgendwie im Ausland machen, Digga. Was bringt dir das in Deutschland, Alter? Du machst du dich auch nicht größer. Geh doch mal ins Ausland ein bisschen. Nicht mal so heimscheißen, Fettkopf. Ist der dumm? Digga, soll ich ein Event in London machen oder was? Und euch alle von Deutschland nach London einfliegen lassen? Das ist ja völlig dumm. Junge, ich kann nicht mal 15 Wörter Englisch. Was für ein Ausland? Wer soll mich da gucken? Interessiert auch keinen Schwanz. Da meint er, hahaha, du machst so immer so geile Events. Aber wie soll ich da hinkommen? Organisier doch mal was Internationales, wo ich auch hinkommen kann. Dann habe ich ihm das hier geschickt. Digga. Dann habe ich ihm die Flugzeit geschickt. London, Flug, München, 1 Stunde 50. Da meinte ich, ist dir unsere Freundschaft nicht 1 Stunde 50 wert? Mann, Junge, ich muss doch alle Zuschauer dann doch auch international dahin schicken. Das ergibt doch gar keinen Sinn, wenn ich alle Leute aus Deutschland nach England einfliegen lassen soll. Verstehst du? Dann meinte er, bezahl mir Privatjet, dann komme ich. Haha. Dann nächste Nachricht von ihm. Ach so, da kommen auch Zuschauer oder wie? Dann habe ich ihm das hier geschickt mit HDF. Dann habe ich ihm sein Gehalt geschickt, als er meinte, ich soll ihm bitte mal. Mann, Digga, es fuckt mich so krass ab. Fokussier doch mal! Dann habe ich ihm sein scheiß Gehalt geschickt. 12 Millionen im Jahr. Dann meinte ich HDF dazu. Dann meinte er Stinkefinger. Dann meinte er, ja, aber die wohnen auch alle mit dem Zug 3, 4 Stunden weg. Ha, 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 ha. Und dann habe ich nicht mehr geantwortet. Das war mir zu blöd. Also diese ganzen Leute, ne? Also Fußballprofis sagen, ich habe einen Knacks. Und ich sage, umso höher sie spielen, desto einen größeren Knacks haben sie. Umso einen größeren Knacks haben sie. Wo ist denn eigentlich meine Facecam hin, Digga? Sponsoren-Facecam. Hä? Wo ist die? Ne, warte mal, das ist falsch. Sponsorencam. Hier. So. Also es ist geplant. Ich denke, Timo Werner wird kommen, Karim wird, denke ich, kommen und Schlotte wird, denke ich, auch kommen. Dann kommen natürlich auch Dorschi, Marco Friedel. Kommen schon ein paar Fußballer. Bruder, dann spielt Willi ja auch CL. Ja, dann, ja, stimmt. Willi hat den größten Knacks. 24er Stockbrot mit einem Sub. Bayern-Spieler muss eigentlich. Bayern spielt am Samstag. Übrigens am Samstag, einen Tag vorher, spielt Leipzig gegen Dortmund. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Wir gehen mal hier rein mit Don. Gemeinsam mit seiner Frau lebt. Jordan ist halt in Belgien, aber ihn frage ich auch noch. Noah, alle, die im Ausland sind, halt immer so nervig, weil die müssen dann, die haben meistens am Montag Training und dann müssen sie irgendwie am. Aber ich frage die alle chatten. Lisa. Egal, was du tust, bei dir hat alles Hand und Fuß, du hast den Macher.